Ja, da müssen wir dann nachher noch mal mit Eimern dran. Ups. Kein Stein mehr. Dann müssen wir es erst wieder abbauen. Die Idee, die finde ich gut. Das können wir theoretisch hier auch komplett durchziehen. Ja, hier müssen wir ja auch noch die ganzen Gänge reingraben. Und Stein wird jetzt hier auch immer weniger. Nicht, dass es abflacht. No, jetzt auch noch ein Händler hier, wirklich. Scheiße. Telefon.
Wieder da. Oh je. Wir haben schon wieder einen Schwanz hinter uns. Und mit den Steinen machen wir die Ecke da jetzt erstmal fertig. Ah, super. Auf euch habe ich heute auch irgendwie ein Abo. Seid ihr auch im 9-Euro-Ticket drin? Hä? Genau, hier waren wir. Dann kommt noch ein. Für den Boden drunter. Hier könnte man dann auch schön mit den Gittern arbeiten. An einer Stelle lässt man dann das Gitter weg und macht dafür eine Falltür rein oder eine Leiter. Ja, kann ich mir vorstellen. So, die letzte Reihe, da müssen wir jetzt natürlich ganz unten anfangen. So, verdammt tief. Nee. Ja, ist mal weg. So. Ja, würde ich jetzt ein bisschen mehr dran setzen. So. Dann da einen drauf, hier zwei weg. Immer wieder zwei drauf, den weg, dann schwimmen wir mal kurz rüber, sind hier zwei drauf, hier einen weg, werde ich mir das mal vom Weiten angucken. Ah. Ich finde, das sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus. Jetzt könnte man natürlich hier noch hingehen und das hier noch ein bisschen abfallen lassen. Ich weiß, normalerweise ignoriere ich Unterwasserarbeiten. Deshalb sind meine Seen ja auch immer nur ein Feld tief. Hallo Lachs. Hier mache ich dann jetzt mal eine Ausnahme.
mache hier zumindest mal so ein bisschen was hin. Dabei sollte ich nur das Atmen nicht vergessen. So, das reicht doch schon. Vielleicht auch hier jetzt noch so ein bisschen natürliche Formen reinpacken. So, hier ist dann natürlich schon was. Das können wir auch so lassen. Und dann haben wir hier wieder. Das Einzige, was wir jetzt hier machen müssen, ist hier noch so ein bisschen was vorsetzen. Damit man halt die eine Kante hier nicht sieht. Sollten wir gleich erstmal schlafen gehen. Hallo, Lego Master. Ich spare mir mal die Zahlen und nenne dich einfach so. Willkommen. Selbst wenn man die Kante teilweise durchschimmern sieht, ist das jetzt auch nicht tragisch. Ja, super. Oh, am besten gut, oder? Muss. Sagen wir so. Muss. So typisch deutsch. Muss. Und selbst? Ich glaube, hier habe ich was. Ah, nee. Muss. Okay. Ich sehe schon, wir verstehen uns. Na, fängt doch noch an zu regnen hier. Wo kommen wir denn da hin? Irgendwo muss auch noch ein Tor rein oder ein Eingang oder sowas. Das wäre wahrscheinlich ganz toll, wenn man in diese Burganlage später auch reinkommt. Ich meine, muss nicht sein. Wäre aber sicher eine tolle Sache. Oh, müssen wir mal schauen, wie wir das lösen. Hier würde ich dann gleich einfach mit ein bisschen Grün reingehen. Das zukleistern.
erstmal bis hier. Ich weiß noch nicht, wie weit das wird. Die Türme. 5, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 und noch ein Zweier dran. Ups. Hier bin ich schon wieder im Bereich des Beacons. So Leute, kurze Pause.